So, ihr Lieben, es geht los mit der Suicide Mission. Wir fliegen Richtung. Ja, können ja noch mal Treibstoff aufladen. Wir haben jetzt übrigens auch einen größeren Tank, ist mir so aufgefallen. Und wir können jetzt 60 Sonden mit uns rumtragen. Nicht, dass uns das noch irgendwas bringen würde, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Selbstmordkommando beginnen. Ja, ich bin ja mal gespannt, was da hinter dem Omega-4-Portal auf uns wartet. Beziehungsweise ich weiß natürlich, was da wartet. Aber so ganz genau weiß ich nicht mehr, was alles passiert. Und würde ich mal sagen, durch das Omega-4-Portal. Das Omega-4-Portal ist von Gefahrensignalen und automatischen Warnvorrichtungen umgeben. In den letzten 1000 Jahren haben viele Schiffe versucht, es zu durchfliegen, aber keines ist je zurückgekehrt. Die einzigen, die es anscheinend gefahrlos benutzen können, sind die geheimnisvollen Kollektoren. Es gibt zahlreiche Theorien, warum Schiffe von Omega-4 nicht zurückkehren. Manche sagen, am anderen Ende befindet sich ein schwarzes Loch. Andere, hauptsächlich die verarmte Unterschicht von Omega, glauben, es handelt sich um eine Art Paradies auf Erden. Die meisten jedoch sind der Ansicht, dass die Kollektoren ganz einfach jedes Schiff erobern oder zerstören, durch das Portal kommt. Betreten. Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen unsere Crew retten. Ich will nicht mehr warten. Die Kollektoren haben meine Leute verschleppt. Zeit, sie zurückzuholen. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr 2 Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Wir haben gar nicht nochmal gespeichert vorher. Verdammt. Yes. Egal. Es gibt sowieso kein Zurück mehr. Jetzt wird's spannend. Und vorher noch ein bisschen erotisch. Hey, ich habe Wein mitgebracht. Was Besseres kann ich mir bei meinem Sold nicht leisten. Versuchte da gerade zu tanzen. Wenn Sie eine Turianerin wären, würde ich Ihnen jetzt Komplimente über Ihre Hüfte oder Ihren Kopfrand machen. Aber so, Ihr Haar sieht gut aus. Und Ihre Hüfte ist eine gute Stütze. Hoffentlich ist das bei den Menschen keine Beleidigung. Mist. Ich hätte mir die Videos genauer ansehen sollen. Sagen Sie doch auch mal was, Shepard. Oh, verdammt, ich hätte jetzt eine vorbildlich-Dings machen können. Ganz ruhig, Garrus. Du machst dir viel zu viele Gedanken. Und du redest zu viel. Es ist nur... In meinem Leben ist so viel schiefgegangen, Shepard. Mein Job bei C-Sicherheit, die Sache mit Sidonis... Ich will, dass mal was richtig läuft. Nur ein einziges Mal. Nur... Warm Musik aus. Das war's schon. Shepard, ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Ich gehe nicht allein. Einige der Besten arbeiten für mich. Wenn wir zusammenhalten, werden wir es schaffen. Ich wusste, warum ich Sie zurückgebracht habe. Es gibt keine bessere Anführerin. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt.
und es überlebt. Ich werde die Kollektoren vernichten und ihren Angriffen auf die Menschheit ein Ende bereiten. Ich verstehe. Es ist trotzdem beeindruckend. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen. Ungeachtet Ihrer Meinung über Cerberus. Oder über mich. Sie sind von großem Wert. Für die gesamte Menschheit. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Wir werden es versuchen, mein guter Unbekannter. Omega-4-Portal ist natürlich total aggressiv rot eingefärbt im Vergleich zu den anderen Portalen. Nähern das muss uns dem so sein. Omega-4-Portal. Alle bereithalten. Ziehen wir es durch. Ach, das ist so ein spannender Moment. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander, der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Elektrische Ladung des Antriebskerns im kritischen Bereich. Leite um! Festhalten für Bremsvorgang. Oh, Scheiße! Boah, überall Schiffswracks. Zu knapp. Das müssen die Schiffe sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Kante der Akkretionsscheibe geortet. Boah, das sieht irre aus. Das muss die Basis der Kollektoren sein. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Achtung, Jeff. Wir haben Gesellschaft. Leite Ausweichmanöver ein. Jetzt gehen Sie mir aber auf den Geist. Edi, machen Sie die Mistkerle fertig. Solange die neue Panzerung hält. Ihr wollt eine neue Runde? Los doch, Mädchen, gehen wir sehen. Maschinendecks beschädigt. Er ist im Frachtraum. Ich kümmere mich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. Zu Befehl, Command. Wow. Okay, los geht's. Gruppenauswahl. Ich habe jetzt gerade leider keine Ahnung, ob wir... ob wir jetzt schon eindeutig auswählen. Aber ich weiß auch schon, wen wir wählen, denn es gibt da so einen kleinen Trick, den ich euch allerdings im Moment noch nicht verraten kann. Wir nehmen Tali mit. Aber eigentlich... Kann man eigentlich das Outfit wechseln? Also das ist das Standard-Outfit. Das ist das coole Outfit, ne? Ja. Ah. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Also Tali... Und Garrus könnten wir mitnehmen. Das wären allerdings zwei Tags. Mordin ist auch ein Tag. Maschinenpistolen, schwere Pistolen. Was hat sie? Schwere Pistolen, Schrotflinten. Sturmgewehr, Präzisionsgewehr.
Wir versuchen es einfach mal mit Tali und Garrus. Ich weiß nicht, ob wir später nochmal wählen können. Wahrscheinlich. So, wir haben jetzt 6 Gruppenpunkte. Wir können das stecken in taktische Tarnung, Blendgranaten. Ich glaube, wir nehmen mal lieber taktische Tarnung und KI-Hacken könnte auch sinnvoll werden. Aber wir nehmen mal lieber... Ich weiß leider nicht mehr, mit welchen Gegnern wir es zu tun haben werden. Deswegen nehmen wir mal lieber die Blendgranate und einmal KI-Hacken. So. Garrus, sie hat sogar 7 Punkte. Trojanischer Rebell. Ich hätte gerne mehr Gesundheit für den armen Garrus. Panzerbrechende Munition finde ich gut. Und das war's dann auch schon. Tali hat 7 Punkte. Quarianische Maschinistin. Das ist immer sinnvoll, das auf 4 zu bringen. Oh, mal Waffenschaden. Energieentzug. Ja, das ist doch gut. Ja, das haben wir jetzt jeweils einen Punkt übrig. Das ist aber nicht so schlimm. So, jetzt gucken wir mal wegen den Waffen. Das Präzisionsgewehr, das fand ich eigentlich nicht schlecht. Wir brauchen eine Schnellfeuerwaffe. Was haben wir denn da? Der Partikelstrahler könnte cool sein. Nehmen wir den mal. Nee, ich glaube, wir nehmen lieber die Handkanone und den Locus. Dann nehmen wir lieber die... Ich weiß leider nicht mehr, welche gut war. Nehmen wir die Shuriken. So, Garrus, du kriegst... die Mantis? Avenger oder Vindicator? Nehmen wir mal das. Tali kriegt... nehmen wir das Ding. So. Ich denke, das ist gut so. Und los geht's. Selbstmordkommando. Wow. So, wir haben das Ding mit Panzerung. Was ist jetzt los? Okay. Boah, da kommen wir ja gar nicht durch. Wir brauchen schwere Waffen. Ja, das könnte sinnvoll sein. Garrus. Was ist jetzt? Ja. Kampfdrohne unterwegs! Haben wir denn irgendwas in die Richtung? So, das Oculus ist schon mal erledigt. Sollte sich jetzt zurückziehen. Wir sitzen hier draußen auf dem Präsentierteller. Ich muss versuchen, sie in dem Trümmerfeld abzuschütteln. Okay. Unsere kinetischen Barrieren sind für Kollisionen mit Trümmern dieser Größe nicht ausgelegt, Chef. Dann war das mit dem Upgrade wohl eine gute Idee. Wir fliegen rein. Kinetische Barrieren bei 40%. Unkritische Energiereserven umleiten. Das wird jetzt wehtun. Schadensbericht. Kinetische Barrieren stabil bei 30%. Kein signifikanter Schaden. Übernehmen Sie, Edi. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Feind geortet, bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Und nochmal. Oh.
So, Panzerung. Schwere Waffen. Zack, schwere Waffen. Machen wir. Ja, der Partikelstrahler funktioniert bei dem Ding ganz gut. Und tot. Yay! Ich glaube, dieses Mal bleibt es tot. Kommen Sie wieder rauf, Commander! Wir werden das Trümmerfeld gleich räumen. Ich hoffe, wir kriegen wieder volle Munition. Oh, da ist das Schiff. Da ist sie. Die Basis der Kollektoren. Suchen Sie einen Landeplatz, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Zu spät. Die schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Na, die Art Schiff, die die Normandy schon mal angegriffen hat, ganz am Anfang. Boah, und da sieht man dann auch mal, wie groß das die Kollektorenbasis ist im Vergleich zu diesen Schiffen. Wahnsinn. Zeigen wir unsere neuen Ziele. Hauptgeschütz feuerfrei. Na, wie gefällt euch das hier, Mistkerle? Näher ran und machen Sie sie fertig. Alle festhalten, das wird eine wilde Fahrt. Hölle, Mädchen. Achtung! Masseneffekt fällt Generatoren offline. Edi, tun Sie was! Generatoren reagieren nicht. Alle festhalten, die Landung wird hart. Nun. Wohl alle Upgrades dann doch nicht geholfen. Joker, alles in Ordnung? Ach, vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Das Primärziel ist, die Zerstörung der Station und die Kollektoren aufzuhalten, um jeden Preis. Na, dann sieht's bisher ja ganz gut aus. Was jetzt? Wie schnell werden die Kollektoren die Landezone aufspüren? Ich orte kein internes Sicherheitsnetzwerk. Möglicherweise haben die Kollektoren nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Basis erreicht. Mit etwas Glück hat es ihre externen Sensoren genauso zerrissen wie uns und sie wissen gar nicht, dass wir noch leben. Okay. So war diese Mission zwar nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Normen die uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten. Und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edi, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station. Direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Das ist keine Festung. Es muss eine Möglichkeit geben. Hier, vielleicht kommt durch diesen Lüftungsschacht jemand rein. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig.
Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wen schicken wir in den Schacht? Ja, und jetzt geht es los. Ein Tech-Spezialisten. Da hätten wir Tali, da hätten wir Kazumi. Wir nehmen Legion. Legion, sie hacken sich überall rein. Ich schicke sie in den Schacht. Zur Kenntnis genommen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Türen. Nicht so schnell, Cheerleader. Niemand will von ihnen Befehle annehmen. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Oh Gott. Said ist sehr erfahren. Oh weia. Wen haben wir denn noch? Miranda könnten wir schicken. Ich finde Miranda eigentlich ganz gut. Ja. Miranda hat recht. Sie sollte das Kommando haben. Ich werde sie nicht enttäuschen, Shepard. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet, aber ich werde sie nicht belügen. Es wird nicht leicht werden. Wir haben gute Leute verloren. Und vielleicht verlieren wir noch mehr. Wir wissen nicht, wie viele die Kollektoren verschleppt haben. Tausende, Hunderttausende. Es ist auch nicht wichtig. Nur eines zählt. Keinen einzigen mehr. Das können wir erreichen. Hier und heute. Wir bereiten dem ein Ende. Sie wollen wissen, woraus wir gemacht sind? Ich sage, wir zeigen es Ihnen. Mit unseren Mitteln. Bringen wir unsere Leute nach Hause. Yay! Und jetzt müssen wir unsere Gruppe auswählen. Da die Folge aber schon etwas weiter fortgeschritten ist, machen wir hier einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.